Hey Leute, Retro Joe ist am Start und heute gibt's auf die Fresse und zwar mit dem besten Fun Arcade Action Wrestling Game, das die Menschheit je gesehen hat. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Children of all ages, Retro Joe spielt proudly presents SmackDown, Here Comes the Pain für die PS2. Und da habe ich einen Kommentar, ein Herz vom MZ erhalten. Ich nehme nämlich hier gerade meinen Bildschirm auf. Ich habe keine PS2, wir müssen mit dem Emulator spielen. Macht aber nichts. SmackDown, Here Comes the Pain. Los geht's. Meiner Meinung nach ist SmackDown, Here Comes the Pain mit das beste Wrestling-Game, das es überhaupt nur gibt. Es ist chaotisch, es ist actionreich, es ist schnell, es ist geil. Und wir haben den Slobber-Knocker-Mode. No Time Limit. Und das Roster von dem Spiel, Leute, das müssen wir gerade mal durchgehen. Das ist der absolute Shit. Hier ist die Creme de la Creme dabei von allem, was heutzutage bei einer WrestleMania auftritt. The Rock. Rowdy Roddy Piper. Rodney Mac interessiert jetzt keinen mehr. Sable ist irrelevant. Big Papa Pump, Scott Steiner. Sean O'Hare ist auch irrelevant. Sergeant Slaughter habe ich noch nicht freigespielt. HBK, Shawn Michaels. Shelton Benjamin auch heute wieder am Start. Stacy Keibler, Steph, Stone Cold, Steve Austin, Gimme a Hell Yeah, Stevie Richards, Tajiri, fand ich eigentlich auch immer ganz cool. Das müsste der Ted DiBiase, der Million Dollar Man sein. Test, Torrey Wilson, The Game, Triple H, Trish Stratus, Ultimo Dragon, der Old School Undertaker, der Biker Undertaker, Val Venus, Victoria, Vinnie Mac, A-Train, Road Warrior Animal, Batista, Big Show, Booker T, Brock Lesnar, Bubba Ray Dudley, Charlie Haas, Chavo Guerrero, Chris Benoit, kontrovers, aber als Wrestler mochte ich ihn immer gerne und auch in SmackDown fand ich ihn ziemlich cool, Y2J, Chris Jericho, Christian, Devon Dudley, Eddie Guerrero, Edge, Eric Bischoff, George the Animal Steel und Bill fucking Goldberg. Golddust. Das müsste Road Warrior Animal sein. Beziehungsweise Hawk. Hillbilly Jim. The Hurricane. Iron Sheik. Jazz. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. John Cena. Kane. Kevin Nash. Kurt freaking Angle. Lance Storm. Fand ich auch ziemlich cool früher. Lita. Matt Hardy. Nikolai Volkov. Randy Orton, der hier ein bisschen aussieht wie ein Russe. Rey Mysterio, Rhino, Ric Flair, Woo! Rico, Rikishi, Rob Van Dam und wieder The Rock. Wen nehmen wir denn? Ich hab Bock auf ein paar Chokeslams. Aber nicht irgendwelche Chokeslams, sondern Undertaker-Chokeslams. Der Undertaker, der Biker-Undertaker mit den kurzen Haaren, der geht hier richtig ab. Wir spielen in der Raw Arena und für die, die den Slobber-Knocker-Mode nicht kennen, ich zeig's euch. Ich habe das ein bisschen, also ich habe das eine ganze Weile nicht gespielt. Ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht vollkommen unfähig. Kriege die Steuerung noch einigermaßen hin. Ich hoffe, ihr seht das auf der Aufzeichnung mit 30 FPS ein bisschen ja, weniger mit Geflicker als ich hier. Aber bei mir ist das alles so ein bisschen, so ein kleines bisschen am Flimmern. Boom. Leg Drop. Und ihr seht da oben, ich habe meine... Ah, jetzt versuche ich es ja gerade mit der aktuellen SmackDown-Steuerung. Muss mich erst wieder ein bisschen dran gewöhnen, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht oben links in der Ecke, ich habe 5 Special-Icons voll. Und das Ziel im Slobber-Knocker-Mode ist, ganz einfach so viele Gegner wie möglich innerhalb dieser 10 Minuten zu killen. Na, komm mal her, du Lump. Musste man denen damals noch schön hier diesen Stomach-Kick verpassen und dann einen fetten Chokeslam. Was ich ja an SmackDown Here Comes the Pain wirklich richtig geil finde, sind die ganzen charakterbezogenen Animationen. Also der Undertaker, der hat hier seinen eigenen Walk. Die ganzen Taunts, die sind wirklich auf den einzelnen Spieler zugeschnitten. Die Schläge sind alle von der jeweiligen Figur. Die haben hier ganz, ganz viele Signature-Moves. Und das haben die alles, als das Ganze dann in der SmackDown vs. Raw 2000... Das erste hieß, glaube ich, nur SmackDown vs. Raw. Das ist damals irgendwie alles verloren gegangen. Das fand ich sehr, sehr schade. Ja, komm mal her, Big Papa Pump. Last Ride.
Und man kann sie entweder pinnen oder einfach BAM! Knockout! In dem Spiel gab es nämlich auch noch ein Knockout-Feature. Das war auch ziemlich geil. So, hier, Ultimo Dragon, komm mal her. Ne, und ein Weightlifting-System gab es auch. Er kriegt mich nämlich nicht hoch, auch wenn er mir da schön in den Schritt packt. Boom, das hier ist übrigens nur eine Grapple-Animation. Ist auch ganz schön geil. Kontern war damals noch verteilt auf zwei Buttons. R2 für Grapple-Konter, L2 für Schlagkonter. Und das ist etwas, das ist heute für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Heute ist ja alles nur noch ein Grapple, Konter-Button. Schöne Big Boot hier, komm mal her. Das ist auch eine Grapple-Animation vom Undertaker. Na, du Wicht, wirst du es wohl wagen? Ultimo Dragon hier. So, jetzt gibt es ja erstmal nicht Finisher Tombstone. Boom! Das reicht natürlich nicht für den Knockout, weil es kein Finisher war, aber wir können ihn jetzt pinnen. Das hat gereicht. Damit sind wir schon 3-0. Wer kommt als nächstes? Rob Van Dam. Ja, und wie gesagt, die ganzen Moves in dem Spiel, die sind noch richtig geil. Rob Van Dam hat noch einen 5-Star Frog Splash, der noch so richtig schön wegfedert, wenn er von einem runterspringt wieder. So gut. Bei ganz vielen Moves sind noch so kleine Taunts dabei, die ganzen Trefferanimationen, das sind alles gescriptete Moves sozusagen. Davon sind sie ja irgendwann komplett weggegangen. Das fand ich sehr, sehr schade. Weil ich finde, das hier sieht einfach authentischer aus. Ein oder andere wird sich fragen, PS2, sowas hast du doch noch nie gezeigt. Jo. Retro geht für mich ja quasi bis alles vor der letzten Konsolengeneration. Und PS2 und PS1 habe ich bisher nie gezeigt, weil ich da nicht so die Capture-Möglichkeiten für hatte. Aber dank meinem neuen Computer, ich habe einen neuen PC gekauft vor kurzem, bin ich jetzt auch hier in der Lage, mit Emulatoren zumindest mal nachzuhelfen. Dadurch sieht das Ganze natürlich auch ein bisschen klarer aus, als wenn man jetzt richtige Hardware hat. Nee, Robbie, kriegst du nicht hin. Kriegst du nicht hin. Was sind denn eure Erinnerungen an die großartige Smackdown-Reihe auf der PS2? Ich fand, auf der PS2 hat die Serie ja quasi ihren Höhepunkt gehabt. Der erste Shut Your Mouth war noch nicht so... Nee, Just Bring It? Just Bring It war der erste auf der PS3, das war Smackdown 3 damals. Den fand ich noch nicht so prall. Aber Shut Your Mouth und dann Here Comes the Pain, die waren schon richtig, richtig gut. Da kontert er mich hier. Tracker sagt hier, das ist das, was ich meine mit den ganzen gescripted Moves. Das ist so cool. Jetzt reicht's hier. Last Ride, Junge. Junge! Und tschüss. Boom, Knockout. Und dann immer noch diesen schönen kleinen Taunt hinterher. So muss das sein. Ja. Was es damals noch nicht gab, waren diese Aufsteh-Towns. Die hatten, The Rock hatte einen, Stone Cold Steve Austin hat einen und Bill Goldberg hat einen. Das sind dann aber einfach Ground Grapple Moves, die dann dazu führen, dass der Gegner einfach aufsteht und sich für den Finisher bereit macht quasi. Das haben sie ja heute standardmäßig im Spiel. Das finde ich auch ein ziemlich cooles Feature. Das hätte ich damals gerne gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ne, da habe ich schon an der Animation gesehen, dass er den kontert. Aber das macht natürlich gar nichts. Hier schön der gescriptete Big Boot. Boom. Und da gibt es auch keine Kollisionsabfragensprobleme oder so. Diese ganzen Scheiß, mit dem wir uns da heutzutage rumschlagen müssen, das gibt's ja alles gar nicht. Bam! Das ist auch einfach nur... Und dann kann ich nämlich... Das bringt den Gegner nämlich in den Groggy State. Ich lasse mir eine reinhauen und kann dann Finisher verteilen. Richtig geil, Leute. Ach, die guten alten Zeiten. Ja, WrestleMania 2000 und No Mercy. Ich persönlich bevorzuge ja WrestleMania 2000 über No Mercy. Waren schon auch richtig geile Spiele. Aber mit dem Ding hier hatte ich damals im Multiplayer so endlos viel Spaß mit meinen Freunden.
allen voran Steve und der Priester. Die Geschichte zum Priester erzähle ich euch vielleicht ein andermal. Der Priester hatte irgendwann schon keine Lust mehr gegen mich zu spielen, weil ihm die Daumen geblutet haben von unseren Submission-Schlachten. Hier gab es nämlich noch nicht dieses Ring-Gedönse da mit dem Stick drehen, sondern einfach nur gutes altes Button-Smashen, wenn es um das Submission ging. Ja, hier, guckt euch die Moves von Booker T an. Fast alle haben irgendwie einen kleinen Taunt dahinter. Alles nur Moves, die er wirklich auch gezeigt hat. Und heute hat ja irgendwie jeder aus dem Rennen so ein Float-Over-DDT oder sowas. Das ist alles nicht so geil. Ja, komm mal her hier. Hast du schön ein paar in die Rippen gehauen. Boom! Chokeslam! Und Pow! Knockout! Ich muss ja sagen, ich persönlich war immer ein großer Fan von Rob Van Dam und in dem Spiel hier haben wir auf jeden Fall den Rob Van Dam mit dem besten Moveset überhaupt und den besten 5-Star Frog Splash. Habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Zeige ich euch hier im Anschluss auch noch mal ganz kurz. Was sind denn eure Lieblings-Wrestling-Games? Seid ihr überhaupt Wrestling-Game-Spieler? Habt ihr das Ding hier mal gezockt früher? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, bevor ich mich jetzt hier gerade noch von Sean O'Hare verabschieden muss. Du Lutscher. Ich glaube, Sean O'Hare lebt auch gar nicht mehr. Wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, ist er vor ein paar Jahren gestorben. Bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir lange nichts von ihm gehört. Last Ride und Boom! Knockout. Den Mode hier habe ich immer am liebsten mit Goldberg, Undertaker, Brock Lesnar oder Kane gespielt, weil die so brachiale Finisher haben. So, hier, komm. Batista schicken wir auch gleich in die ewigen Jagdgründe. Batista und Randy Orton hier im Zuge von Evolution, gerade noch in ihrem Rookie-Jahr. Längst noch nicht die Powerhouses, die sie dann später mal geworden sind. Also auch von den Stats hier, die sind ja beide so im 70er-Bereich. Movesets sind noch nicht so passend, weil die damals hier halt noch nicht so on top waren. Da kann man aber im Editor viel nachhelfen. Und was... Alter, jetzt reicht's aber hier. Und was SmackDown Here Comes to Pain auch richtig geil gemacht hat, ist der Season Mode. Zeige ich euch vielleicht mal in einem anderen Video, das würde jetzt zu lange dauern, aber da hat man auch die Möglichkeit, also man startet immer in der Backstage-Area, aber nur als Menü, also nicht, dass man da irgendwie Free-Roaming rumrennen würde oder so. Dann packt ihr hier den Stroke aus, gibt's ja gar nicht. Beziehungsweise das Skull-Crushing Finale. Und dann hat man die Möglichkeit, in seinem Spind den Shop zu besuchen, Attribute zu verteilen und den GM aufzusuchen. Und wenn man den GM auf, also man sucht sich einen Wrestler aus, dann sucht man den GM auf und dann kann man dem sagen, hier, ich will um einen Titel antreten. Und dann zeigt er einem von seinem Standing her, um welchen Titel man denn antreten kann. Und dann startet man eine Fehde mit dem jeweiligen Titelträger. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Und jede Card hat dann drei Matches, also für Raw und für SmackDown. Du kannst, bevor du die Season startest, du suchst dir deinen eigenen Wrestler aus und dann kannst du noch Face und Heel einstellen für jede Show. Und du kannst auch die Wrestler unter den Shows hin und her switchen. Also das ist schon so richtig so GM-Mode-mäßig. Das ist schon ganz geil. Ach, ist doch scheißegal hier. Wen juckt das? Und dann, wenn du dann deine jeweilige Show startest, dann spielst du nicht nur dein Match, sondern du hast auch die Wahl, die beiden anderen auf der Card stehenden Matches zu spielen. Und das ist auch ziemlich cool, wie ich finde. So, ein Player. Ich zeige euch jetzt mal, was Rob Van Dam hier so drauf hat. Starten wir mit 5 Finisher-Icons. Und wir treten an gegen... Wer war denn ein guter Gegner, Rob Van Dam? Ja, genau. Eddie Guerrero. Latino Heat. Die Intros fand ich auch ganz geil. Ich fand auch die Entrances hier irgendwie besser als heute. Ich weiß, ich kann mir nicht helfen, aber ich fand auch die Ruthless Aggression Era, in der das Spiel hier stattfindet, ist so ziemlich die geilste Ära im Wrestling. Ja, ich bin mit der Attitude Era groß geworden, aber unterm Strich, rückwirkend betrachtet, war das, was danach kam, nach dem Abgang von Steve Austin, Evolution und so weiter, Brock Lesnar am Start, die SmackDown Six und Kurt Angle und Eddie Guerrero und Edge, das war richtig geiles Wrestling, Leute. Da war die WWE wirklich, wirklich gut.
kurz nach dem Kauf von ECW und WCW, als der Roster-Split dann das erste Mal stattfand und man sich seine eigene Konkurrenz machen musste quasi. Ich hoffe, ich kriege ja keinen Strike, weil ich die Musik laufen lasse. Na, riskieren wir es einfach mal. Eddie Guerrero! Ja, so sieht's aus. Die Titelgürtel haben mir auch viel besser gepasst, wenn man damit in die Halle gekommen ist, fand ich. Gott hab ihn selig, den guten Eddie Guerrero. Das war damals ein ziemlicher Schock für mich. Ich war ein großer Fan von Latino Heat, schon zu WCW-Zeiten. Seine ECW-Zeit habe ich leider nie gesehen. Ist natürlich auch schwierig, da die ECW ja damals nur auf Tapes irgendwie zu kriegen war. Und das ist hier in Deutschland, glaube ich, echt schwierig gewesen. Damals gab es auch noch kein Internet und so. Pinnen wir ihn gleich mal. Klappt natürlich nicht. Was es in dem Spiel ja auch noch gab, waren Stuhlfinisher. Wenn man mit Rob Van Dam einen Stuhl hat und den Gegner dann damit trifft und einen Finisher macht, dann macht er einen Van Daminator. Das ist geil, ne? So, hier. 5-Star Frog Splash. Boom! Genau so muss das aussehen, Freunde. Genau so muss das aussehen, finde ich. Und jede Menge Moves, die hier direkt im Pin enden und so. Das finde ich allerdings heute tatsächlich ein bisschen besser, dass man selber entscheiden kann, ob man den Pin folgen lassen will oder nicht. Das gab es hier früher noch nicht. Da war dann entweder ist Pin oder ist nicht Pin. Hast schon wieder den gleichen Move gemacht. Rope Break. Beim Rope Break, beim Submission, retten die sich hier auch wirklich in die Seile und klammern sich dann ans unterste Seil. Also das ist auch nochmal eine richtige Ecke geiler als das, was heute passiert. Heute passiert ja einfach gar nichts, außer dass man irgendwie ins Seil klippt und dann der Referee sagt, ja gut, es ist Rope Break. Oha. Und das Publikum chantet RVD. Und was euch auch vielleicht noch auffällt, keine lästigen Kommentatoren, sondern einfach so eine treibende 90er, 2000er, keine Ahnung, was das für eine Mucke ist, aber die passt auf jeden Fall ganz gut. Ich habe so ein generisches Instrumental. Ich hoffe, das Klicken von meinen Buttons ist hier nicht zu laut. Und im Season Mode hat man nach jedem Match noch die Möglichkeit, entweder den Gegner anzugreifen, zu taunten oder ihm Respekt zu zollen. Und damit kann man dann auch irgendwie seine Story so ein bisschen beeinflussen. Das war für die damaligen Verhältnisse schon echt ziemlich gut. Und ich fand es sehr, sehr schade, als sie das dann irgendwann getauscht haben gegen diese richtig schlecht geschriebenen Storylines. Wo man dann bei SmackDown vs. Raw 2016 oder so mit dem Undertaker ein Love Triangle hatte mit Trish und Stacy oder irgend so eine Scheiße. Das ist irgendwie, ne? Das ist Bullshit. Ja. Bam. La Magistral. Aber wir wollen hier noch gar nicht pinnen. Ich will euch noch ein paar Moves zeigen von Rob Van Dam. Hat schon wieder den gleichen gemacht. Wie gesagt, die Steuerung ist für mich tatsächlich noch etwas ungewöhnlich hier. Manche Animationen sehen auch ein bisschen hölzern aus, das gebe ich gerne zu, aber so im Großen und Ganzen ist das schon ziemlich geil. Na komm, wir lassen nochmal einen zweiten 5-Star hinterher. Boom! Das sieht auch richtig aus, als ob das wehtut, oder? Ich finde, heutzutage fehlt den ganzen Moves da einfach viel zu viel Impact. Apropos Impact, Rob Van Dam ist ja gerade wieder zurück ins Wrestling gekommen und hat bei Impact Wrestling unterschrieben. Früher bekannt als TNA. Eddie, jetzt bleib doch mal liegen, Junge. Ja, auch geiler Move hier von RVD. Ich will euch... Ah, immer kontert er. Also damals waren das auch immer ganz schöne Konterschlachten hier, weil man einfach unbegrenzt kontern konnte. Eine Neuerung, die ich heute sehr begrüße, die dem Matchflow halt zugutekommt. Da kassiere ich hier gerade die Three Amigos. Und wie eingangs schon gesagt, die Leute haben hier einfach deutlich mehr Signature-Moves als früher. Eddie, verdammt nochmal.
Jetzt ist aber bald Jod. Nee, das ist er auch nicht. Falschen Knopf gedrückt, beziehungsweise falsche Richtung. Ich wollte euch die ganze Zeit schon einen Move zeigen von Rob Van Dam, den ich auch ziemlich cool finde. Ich kriege ihn aber nicht hin. Ich kriege ihn gerade nicht hin. Weil er die ganze Zeit kontert, der Sack. Man kann er ja machen. Aber ist hinderlich, wenn man was zeigen will. Na gut, ich krieg's nicht hin. Wir beenden das Ganze jetzt hier. Ich verpasse ihm noch einen 5-Star. Und dann soll es das auch gewesen sein. Ja, auch hier schöner Signature-Move von Rob Van Dam. Und der Hesitation-Dropkick wieder geblockt. Junge, ich will dich jetzt hier alle machen. Schöne Headscissor. Jetzt liegt er natürlich auf dem Rücken. Da funktioniert der 5-Star dann nicht so gut. Ich beende das jetzt hier mit dem 5-Star, wenn es das letzte ist, was ich tue. Nee, da brauchst du gar nicht rumheulen. Da ist der Leg Sweep, jetzt aber. Five Star Frog Splash. 1, 2 and 3. Das war's von mir, Leute. Wie gesagt, Smackdown. Here comes the pain. Rich, tick, geil. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.